Und in unserem Interviewstudio begrüße ich jetzt die Geschäftsführerin des Salzburger Flughafens, Bettina Ganghofer. Guten Abend, Frau Ganghofer. Guten Abend, Frau Weisel. Frau Ganghofer, Sie kommen direkt aus der Aufsichtsratssitzung, wo es ja um die Zukunft des Flughafens gegangen ist. Schwierige Zeiten, zweifellos für den Salzburger Flughafen. Monatelang jetzt keine oder kaum Flüge zum Flughafen. Und auch im vergangenen Jahr war der Flughafen ja mehrere Wochen gesperrt wegen der Sanierung der Startbahn. Was bedeutet das alles jetzt für den Salzburger Flughafen finanziell? Also ich denke mir, letztes Jahr haben wir die Zeit der Pistensperre sehr, sehr gut überstanden und haben auch schwarze Zahlen am Ende des Jahres abgeliefert. Der Aufsichtsrat war diesbezüglich sehr zufrieden. Das Ausmaß der Krise, das wir heute haben, ist natürlich völlig anders gelagert und auch viel, viel gravierender. Wir sind seit fast Mitte März in einem Art Notbetrieb oder sagen wir mal in einem Standby-Betrieb. Es gibt nahezu keine Flüge. Es wird voraussichtlich erst Mitte Juni überhaupt in ganz kleinen Schritten vorangehen. Der Juli könnte besser aussehen. Und das ist natürlich sehr, sehr schmerzhaft für das Unternehmen, aber auch natürlich für alle Mitarbeiter. Wie hart wird denn jetzt der Sparkurs und auch große Investitionen müssen ja verschoben werden? Also wir haben alle Investitionen auf den Prüfstein gesetzt und haben sie nochmal neu priorisiert und gereiht. Wir sind gebeten worden, das nochmal zu überarbeiten bzw. nochmal feiner zu justieren, um tatsächlich nur die allernotwendigsten Ausgaben auch zu tätigen. Wir haben unser Einsparungsprogramm heute vorgestellt und wir haben auch vorgestellt, dass wir voraussichtlich mit den Mitarbeitern, also da müssen wir natürlich noch mit Betriebsrat reden und den Sozialpartnern, dass wir damit auch in die zweite Phase gehen werden. Das heißt, die Mitarbeiter bleiben jetzt in Kurzarbeit. Sind die Jobs, die 370 Jobs denn langfristig gesichert? Also ich bin in die Krise reingestartet mit dem festen Wunsch und dem Ziel, dass ich alle Arbeitsplätze erhalten kann, zusammen mit meinem Team. Das Ziel ist nach wie vor da. Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie lange und wie gravierend die Krise in den nächsten Jahren auch ist. Sollte sich die Situation verschlimmern, weiß ich es noch nicht, aber davon gehe ich momentan nicht aus. Inwieweit wirken sich denn die Turbulenzen auch zum Beispiel von großen, wichtigen Fluglinien wie AU oder Lufthansa auf den Salzburger Flughafen aus? Das macht natürlich extrem betroffen und es ist auch etwas, worüber wir sehr groß nachdenken müssen, weil gerade der Lufthansa-Konzern natürlich der größte Kunde am Standort Salzburg ist. Das ist ja nicht nur die Lufthansa und die AU, sondern dazu gehört natürlich auch unsere Eurowings. Wir hoffen, dass die Unterstützungsmaßnahmen, die ausgehandelt wurden, helfen, dass das Flugprogramm auch für Salzburg so erhalten bleiben werden kann. Aber versprechen kann ich da natürlich noch nichts. Wann rechnen denn Sie persönlich wieder mit einem halbwegs normalen Flugbetrieb? Oder wird man den Flughafen langfristig schon redimensionieren müssen, kleinere Brötchen backen müssen, so wie es auch ein anderer Sprecher angeregt hat? Also ich denke mir, dass umweltfreundlich und wirtschaftlich stehen sich ja nicht wirklich im Weg. Die Krise, da gibt es die Pessimisten, die sagen, das wird erst 2024 wieder gut sein. Ich denke mir, dass wir im Laufe des Jahres 2022 quasi fast wieder auf dem Weg zu dem sind, was wir schon einmal hatten. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für diese Informationen. Bettina Ganghofer vom Salzburger Flughafen war das. Schönen Abend noch. Dankeschön. Schönen Abend. Wiederhören.